Im Münchner Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR, für ihn schlagen Herzen immer mehr. 1921 ging es los, der Fußball war schon damals famos. Der Landkreis merkt noch heute die Kraft, wie manchem schwer zu schaffen macht. Für Kameradschaft die Spieler sind auf jedem Gegner heiß, denn auf den Rängen mit Schlachtgesängen, da stehen die Fans in großen Mengen und alle wissen, hier ist er, der Vater, der Vater, und alle wissen, hier ist er, der Vater, der Vater. Thank you.
So, herzlich willkommen zu VfR Garching TV. Zweiter Spieltag, VfR gegen Pippinsried, erstes Heimspiel, 2-0 Sieg. Kurzes Statement darüber? Ja, überglücklich. Also mit 6 Punkten starten hätte ich meinen kühnsten Träumen nicht geglaubt. Aber der Aufwand hat uns belohnt. Wir haben ein überragendes Spiel heute hier zu Hause gemacht und Werbung gemacht für die Bayernliga und für unsere Heimspiele. Das auf jeden Fall. Erste Halbzeit, man war wahrscheinlich von den Chancen her überlegen, vom Spielverlauf. Also ich war mit der Spielweise völlig zufrieden. Wir haben dem Gegner mit sehr viel Aufwand unter Druck gesetzt, sind immer wieder angelaufen, haben uns 7-8. Der eine Kollege hat gemeint, von der Dachauer Presse, wir hätten 12-1 Torschussverhältnis gehabt. Also sagt, glaube ich, alles. Ein Pfostenschuss dabei. Also du musst eigentlich mit 2-0 führen in der Halbzeit und dann spielt es sich einfach. Aber mit dem 0-0 ist es eine enge Kiste. Und ich habe einen anderen Trainer in der Kabine, war schon laut bei denen und wir konnten uns darauf konzentrieren, was wir machen wollten und haben es halt überragend gemacht, kommen raus und machen das Tor so gut und merzen die Scharte von der ersten Halbzeit einfach aus. Und damit wird die Brust immer breiter. Dann ist uns leider ein bisschen in der 70. Minute die Luft ausgegangen, also um das aufwendige Spiel weiterzumachen, um sie weiter so unter Druck zu setzen. Und dann sind sie gekommen und dann haben wir in ein, zwei Situationen ein bisschen Glück und können unsere Abwehr. Und dann haben wir Gott sei Dank am Schluss nochmal mit einem, Wahnsinns-Megator den Schlusspunkt draufgesetzt. Ja, zum Glück hat sich es heute nicht behauptet, dass viele Chancen, dann kein Tor, dann trotzdem Sieg. Das ist die alte Floskel, wenn man die Tore vorne nicht macht. Ja. Zum Glück heute nicht. Ja, Gott sei Dank. Aber die Mannschaft hat es sich verdient. Und ich bin immer sehr froh, wenn die Mannschaft, die mehr Aufwand betreibt, das Spiel gewinnt. Und dann gebe ich auch gerne zu, wenn der Gegner mal besser ist. Aber heute haben wir den größeren Aufwand betrieben und sehr, sehr stark Fußball gespielt. Perfekter Start. Wie geht's weiter? Ja, Gott sei Dank geht's mit einer kleinen Pause. Wir können ein bisschen durchschnaufen. Flo heiratet am Wochenende, haben eine kleine Pause und dann treffen wir uns zum jetzigen Zeitpunkt zum Spitzenspiel, Nick, in 10 Tagen hier gegen Pullach. Hätte auch, glaube ich, keiner geglaubt, dass die zwei Aufsteiger aus der
Landesliga Südost nach zwei Spieltagen vorne sind. Aber gut, das ist eine Momentaufnahme, interessiert mich nicht besonders, sondern die Punkte, die du jetzt hast, die musst du am Schluss nicht holen. Genauso ist es. Viel Glück für die nächste Woche. Dankeschön. Übernächste Woche, wenn es weitergeht, Gerd Pullach. Wir hören uns dann auch wieder. Bis dann. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Georg Ball, der in der 90. plus 3 ein Wahnsinnstor aus 60 Metern geschossen hat. Wie fühlt man sich nach so einem grandiosen Sieg? Ja, überragend. 2-0 zu 0 gespielt. Kompakte Leistungen von der ganzen Mannschaft. Die erste Halbzeit müssen wir eigentlich schon, haben wir 3-4 gute Möglichkeiten, dass wir uns in Führung gingen. Keine genutzt. Und ja, zweite Halbzeit haben die Pippi dann gut Druck gemacht. Schade, dass wir rauskommen. Einzelne Stichaktionen gehabt dann durch Konter und Gott sei Dank zum Schluss dann noch 2-0 gewonnen. Das ist das Wichtigste. Grundsätzlich muss man sagen, es war eigentlich das beste Spiel von den zwei. Wir hatten die mehreren Torchancen. Ja. Woran liegt das bei uns? Ich glaube, wir steigern uns ja mit jedem Gegner. Und Pippen Sried ist wirklich meiner Meinung nach sehr stark gewesen heute. Und wir haben uns dem Niveau angepasst, sage ich jetzt einmal. Wir sind läuferisch mitgegangen mit dem ganzen Tempo. Und ja, gut. So ist zweites Spiel, zweiter Sieg, perfekter Start. Besser kann es nicht weiterlaufen, glaube ich, oder? Ja, die Vorgabe vom Trainer war aus den ersten 3 Spiele 6 Punkte. Jetzt können wir heute eine draus machen, oder? Ja, das wäre natürlich am besten. Natürlich noch zu dem Tor. 90. Minute, einfach ohne Schauen oder Augen zu und durch. Ich habe kurz einmal hochgeschaut, muss ich ehrlich sagen. Aber ich dachte nie, dass er reingeht. Also erstens dachte ich, dass er einschläft oder dass er den Torwart kriegt. Aber so ist es natürlich umso schöner, dass er reingegangen ist. Da muss man schon sagen, man sieht sich dann bestimmt im Sportstudio. Ja. Tor des Monats wäre auf jeden Fall wert dafür. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Danke. Alles Gute fürs nächste Spiel. Yes, bis dann. Ciao.